So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Football Manager 2019 mit mir und meinem Journeyman. Bei Livorno sind wir derzeit untergebracht und die Transferphase ist vorbei. Die ersten zwei Saisonspiele sind schon gespielt. Da werden sich jetzt einige wundern, warum das so ist. Ganz einfach, weil ich einfach total nervös war, ob das überhaupt funktioniert. Weil wir haben ein riesiges Problem gehabt über das ganze Transferfenster und den ganzen Transferzeitraum halt. Denn wir waren hier unten zum Schluss schon fast bei guten 10 Millionen in der Miesen, was natürlich extrem war. Ausschlaggebend dafür dürften wahrscheinlich hier die Schulden sein, die ursprünglich 12 Millionen ausmachten. Das ist eine langwierige Kredite, die wir hier haben. 2021 wurde ein Kredit aufgenommen für 9,5 Millionen. Also wir stecken richtig, richtig in der Krise. Und da müssen wir raus. Allein unsere Sponsoren, ne? Trikotwerbung, 3,4 Millionen. Das ist nicht mehr so lange. Das ist eigentlich gar nichts, wenn wir mal sagen, Ausgaben alleine an Spielergehältern haben wir 5,8 Millionen. Letzte Saison hatten wir ein Budget von 8 Millionen Euro Budget und das ist um die Hälfte dann unterm Strich reduziert worden. Ich habe jetzt Budget von... Wo kann ich da jetzt nachgucken? Ja, oder? Ja. 4,5 Millionen, also die Hälfte haben sie mir wegrationalisiert. Und alleine schon vom Kader her, wenn ihr euch erinnern könnt, der war doppelt so groß in jeder Mannschaft. Und jetzt haben wir alles halbiert. Und ich komme trotzdem nicht irgendwie an Knete ran, also... Livorno ist schon richtig ein harter Brocken, was das Finanzielle betrifft. Aussichtslos würde ich jetzt mal vorerst nicht sagen. Ich muss schauen, wie sich die Saison entwickelt. Schauen wir mal, was sich so getan hat am Kader. Ich habe einen Kader zusammengestellt, ich habe einen Kader zusammengebracht. Gott sei Dank, ich dachte schon, es wäre extrem schwer, überhaupt Leute vertragslos zu bekommen, weil teilweise ich laut dem Vorstand keine richtigen Angebote für Spieler abgeben konnte. Ne? Der Spieler hat, 100.000 verlangt und ich durfte ihm nur 24.000 anbieten, also... Ja, es war echt kurios. Also das war die maximale Obergrenze, 24.000 pro Jahr. Und dass mir so ein Spieler da natürlich nicht kommt oder ja, das ist natürlich auch logisch. Da kann ich verhandeln, was ich will. Aber das war bei jedem Spieler so. Auch bei Spielern, dessen Verträge ich verlängern wollte oder verlängern will, ist es genauso. Es ist einfach nur unbeschreiblich, was sich getan hat. Gut. Wir hatten eigentlich gesagt, dass ich diesen Torhüter verkaufe, um die 650 bis eine Million, um Geld reinzuschwemmen in den Verein. Doch es hat sich leider Gottes keiner gemeldet. Das heißt, ich werde jetzt auf einmal, ich werde da jetzt einfach zurückgehen, auf keinen Status setzen, einfach um ihn nicht zu verunsichern über die Saison. Ich habe ihn behalten, er bleibt auch die Nummer 1. Er hängt sich auch rein. Mal schauen, ob wir ihn weiter behalten, ob wir das überhaupt zustande kriegen mit einem neuen Vertrag. Dann haben wir Ricciardo Piccione
von der Jugend raufgezogen, in der Hoffnung, dass sich der noch ein bisschen besser entwickelt. Und eigentlich diese Saison schon eine etwas stärkere Stütze wird. Was ich noch machen müsste, wäre einen Vertrag anzubieten. Mal schauen, wir können es gerne mal probieren. Großes Talent. Natürlich 3 Jahre. Dann gehe ich mal runter auf 24,5. Und das macht er Gott sei Dank. Dann bekommt er hier gleich einen neuen Vertrag. Und wenn er sich entwickelt, wie viel hat er wert? 14.000. Vielleicht kann ich ihn dann auch irgendwann mal lukrativ verkaufen. Also ich muss mich hier wirklich auf unsere Jugendmannschaft stützen und hoffen, dass ich da junge Talente rauskriege, die jetzt über einen längeren Zeitraum uns über Wasser halten. Hier genau dasselbe. Ihn hätte ich verleihen können. Da waren sehr viele Vereine interessiert an dem. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich brauche ihn, weil sonst geht mir hier das Personal aus auf dieser Seite. Den kennen wir eh auch schon. 26 Jahre alt. Alleine das Personal, um das Personal nachzubesetzen, fehlte mir das Geld. Also ich konnte meinen Mitarbeitern das Geld nicht mehr zahlen, das sie verdient hätten eigentlich, weil ich hatte ja auch gute Mitarbeiter. Also Livorno, da geht's richtig, richtig bergab mit den Finanzen und das muss ich hochhalten. Was haben wir noch Neues? Ich glaube, das Mittelfeld hat gepasst, so im Großen und Ganzen auch das offensive Mittelfeld. Genau, ich habe mir dann zu unserem Top-Talent, der eigentlich auch mal so kurz gemeint hat, als ich unseren Innenverteidiger verkauft habe, für über 2 Millionen an Euros. Luka Bogdan heißt er, genau. Da brauche ich gar nicht gucken. Für über 2 Millionen habe ich den verkauft und habe mir halt erhofft, dass ich halt Geld reinbekomme und dass ich bessere Spieler verpflichten könnte. Aber der Vorstand hat das natürlich gleich genommen, um die Schulden abzubezahlen. Das heißt, er war ein bisschen angefressen, dass ich Bock dann gehen habe lassen. Ja. Aber es hat sich alles wieder eingerenkt, Gott sei Dank. Mit Alessandro Raimo, den ich ablösefrei, glaube ich, geholt habe. Genau. Oder? Ne, der war schon da. Soll er einfach hier die rechte Seite machen. Auf der linken Seite habe ich den hier gefunden. Den habe ich noch irgendwie bekommen. Ich glaube, ist ein anständiger Linksaußen. Jetzt nichts Berauschendes. Kein Kracher in dem Sinne. Aber es geht. Und dann habe ich leider keinen ablösefreien mehr gekriegt. Jetzt habe ich mir gedacht, ja, dann leist du halt einen aus. Für 24.500 im Jahr. Was das Grundgehalt betrifft, eigentlich wollte ich ihn ohne Gehalt, aber da macht Fiorentina nicht mit. Jetzt habe ich 50% seines ursprünglichen Gehaltes zahlen müssen und das sind 24.500. Und ja, ich meine, als Youngster, der ist 18 Jahre jung und als Backup tut es der locker und leicht. Ja, eigentlich hätte ich ein paar Straßenfußballer haben wollen. Aber da wurde nichts draus. Koschak ist auch immer noch bei uns. Der wollte gehen. Es waren auch Vereine interessiert an ihm, aber ich habe nie ein konkretes Angebot erhalten. Jetzt muss er auch hier bleiben. Spielt halt jetzt seinen Vertrag zu Ende. Also ich werde ihn wahrscheinlich nicht verlängern, weil er erstens schon so alt ist. Und ja, der wird wahrscheinlich auch nicht besser werden jetzt im Laufe der Rückrunde. Und was ich mache, ist den Youngster hier immer spielen zu lassen, weil ich einfach in ihm das Vertrauen und die Hoffnung habe, dass er richtig einschlägt dieses Jahr. Und ich habe gesagt, wir haben 2 Spiele gespielt und guckt euch an, 2 Spiele, 2 Tore. Mit sowas kann man, glaube ich, auch mal starten. Ja.
Zu der Vorbereitung im Großen und Ganzen, neben dem Transferchaos, ihr seht, die Vorbereitung war relativ anständig. Der Pokal gegen Capri war jetzt, wir können gerne mal drauf gehen. Oder nicht? Können wir nicht drauf gehen? Doch, wir können drauf gehen. Das Spiel gegen Capri, ich meine, Capri war wirklich, wirklich besser an dem Tag, was die Chancen betrifft. Wir haben zwar ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt, aber sie waren einfach uns irgendwie überlegen. Kann sein, dass es noch ein bisschen die Frühphase war in der Saison, aber da sind wir in der Qualifikationsrunde für den Italien Cup ausgeschieden mit 1 zu 0. Also es war nicht mal glücklich. Und dann haben wir eigentlich alles gewonnen. Mit dem Saisonauftakt bei Ascoli. Da können wir uns gerne die Tore angucken. So. Und zwar ging es los mit einem Gegentreffer. Na. Ein trockener Abschluss ins Kurze. Dann haben wir das ausgeglichen und da ist der Neue auf der linken Seite mit einer wunderschönen Flanke, die durchgeht. Und da ist sein erstes Tor gewesen von Adamo. Sein erstes Saisontor für Livorno. Ja, dann haben wir sofort oder kurz danach mit einem trockenen Schuss von Mora, wirklich, also da ist der Torhüter stehen geblieben, haben wir dann das 2-1 geholt und das erste Spiel gewonnen und gegen Vicenza. So, Vicenza, das sieht so aus. Da sind wir auch relativ früh schon in Rückstand geraten. Konnten das aber auch wieder ausgleichen. Und hier ist der andere Top-Youngster mit seinem ersten Tor. Capello, das kennen wir aus der letzten, also aus dem Ende der letzten Saison mit einem Freistoßtor. Dann haben die ausgeglichen mit dem gleichen Freistoß fast. Und ja, durch einen kleinen Kopfballfehler und einem schnellen Umschalten vom Topstar im Mittelfeld Agassi schoss auch unser linker Mittelfeldspieler sein erstes Tor. Und Adamo hier mit dem zweiten Streich zuerst an die Latte, dann reagiert er am schnellsten und ist zur Stelle und macht das Ding fertig. Also, ja, ein Saisonauftakt nach Maß, würde ich sagen. Das nächste Spiel ist eben gegen Capri und das werde ich euch zeigen. Aber ich glaube nicht in dieser Folge, weil da möchte ich noch ein paar andere Themen durchgehen. Ja. Das ist die Tabelle nach den ersten zwei Spieltagen. Natürlich ist es nicht aussagekräftig, aber. Oh, wir sind ausgeschieden. 40%, das war nicht gut. Es ist nicht aussagekräftig, aber es ist mir auf jeden Fall lieber als wie zu verlieren. Ja, was gibt's noch? Mannschaftsgefüge passt eigentlich alles. Ich habe halt ein paar besorgte Spieler. Weil sie nicht zur Leihe irgendwo anders hin durften. Das wird sich aber hoffentlich auch wieder einrenken. Das Training muss ich einstellen. Der Terminplan. Ja, wir können uns eigentlich jetzt auf die Liga konzentrieren, was ja auch schon gar nicht so schlecht ist. Und halt unsere Finanzen. Ich weiß eben wirklich nicht, wie sich jetzt die Saison entwickelt. Man kann hier durchaus sehen, dass wir im Gegensatz zum letzten Jahr, wenn man es vergleicht, also hier ist der Sprung vom letzten Jahr, warum auch immer. Nee, warte mal. Der Juli 18, 19, 20, oder?
Oh. Ja, es ist schwierig. Ich muss die Kluft hier wirklich schließen. Aber ich kann es. Aktuelle Ausgaben, verbindliche Ausgaben. Bei Vorstand anfragen, Finanzen. Ja, ich kann da wirklich nichts machen. Das Einzige ist aus der Jugend nehmen und Jahr für Jahr Spieler überteuert verkaufen oder weiß ich nicht. Total schwierig. Wenn man jetzt auf den Kader guckt, der derzeit wertvollste Spieler, mein, wäre Agassi mit einer Million, was ich eigentlich ein bisschen mehr sehe. Aber den müssten wir theoretisch, wenn er den Vertrag nicht verlängert, am Ende der Saison verkaufen, wenn wir Geld haben wollen. Und da müssten wir wieder einen neuen finden, obwohl wir dann mit den 1 oder 2 Millionen Ablöse nicht wirklich was reißen bei unseren Schulden. Er hier, den wird auch keiner kaufen, weil der schon 31 ist. Die Million ist, glaube ich, da zu viel. Bei ihm hätte es probiert. Der ist auch schon zu alt. Also ihr kennt langsam, aber sicher, glaube ich, die Problematik von dem Ganzen. Koschak verlässt uns am Ende der Saison. Aber Lazi ist auch schon 30. Natürlich kann ich ihnen Verträge anbieten und hoffen, dass sie nicht so viel verlangen, weil sie schon so alt sind. Aber ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Ah ja, genau. Was ich noch zeigen kann, ist die Prognose. Das wisst ihr ja auch noch gar nicht. Ich meine, ich muss mir echt die Sachen vorher aufschreiben. Saisonvorschau. Man kann hier erkennen, Livorno. Wir sind in Livorno. Wir werden prognostiziert auf dem 16. Tabellenplatz. Was eigentlich schön ist, muss ich dazu sagen. Aber wir haben uns im Gegensatz zum letzten Jahr verschlechtert. Warum, was auch immer hier mit einfließt. Aber ich glaube, dass wir besser werden im Laufe der Saison mit den ganzen Youngsters, wenn sie sich gut entwickeln. Und dass wir wirklich wieder bis zum 15., 14. Platz vorrücken können. Die Taktik, die Eingespieltheit und so sieht gut aus. Geht noch vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen anders. Mal gucken. Aber sie funktioniert und das ist auch etwas ganz, ganz Wichtigem. Ja, Wichtiges. Entschuldigung, ich komme von der Arbeit. So, und dann guckt mal hier unten. Da steht Gehälter pro Jahr. Da steht bei uns 5,25 Millionen. Das ist unser tatsächliches oder derzeitiges Gehalt. Nicht Budget, sondern das ist der derzeitige Gehalt, den wir an unsere Spieler pro Jahr entrichten. Und ich habe mir dann gedacht, naja, Livorno war ja mal oben in der ersten Liga. Vielleicht hat das mit dem zu tun. Und ich möchte einfach mal wissen, was die anderen so ausgeben für ihren Kader. Und da sieht man mal, der letzte oder der schlechteste Kader, sagen wir es mal so, laut dieser Bewertung, 2,4 Millionen. Da haben wir 2,3. Da haben wir 2,4 wieder. Also es liegt alles noch weit unter dem, was wir unseren Spielern gehaltstechnisch zahlen. Aber hier, der Unterschied sind hier 100 Punkte. Das heißt, 100 Punkte ergeben ja die Hälfte ungefähr, sagen wir mal. Und dann habe ich mir gedacht, dann schaust du halt mal bei dem, der ähnlich ist wie du, wie viel das der ausgibt. 3,62 Millionen. Also in der Region, wo wir uns befinden, müssten wir theoretisch für unsere Spieler 3,62 Millionen Euro pro Jahr ausgeben. Und dann geht's zu Siena. Na, die sind nochmal die Hälfte
stärker als Vicenza. Da geht es noch ein bisschen weiter hoch. Und Ascoli, gegen die wir gespielt haben und gewonnen haben, die haben schon 6,41 Millionen. Und Pisa, die abgestiegen sind, natürlich aus der ersten Liga, die haben noch einen Gehaltsaufwand von 8,21 Millionen. Das ist schon Wahnsinn. Da ist einer, der auch aus dem Fugen gerät, mit 10,68 Millionen. Leash, wobei ich nicht weiß, ob die überhaupt das ganze Finanzkonstrukt tragen können. Aber erstklassig und großartig, also das ist auch, also Finanzen sind okay, das wäre auch eine Wahnsinnsanlaufstelle in Italien auf alle Fälle. Perugia 7,8, Pescara 10,92. Da haben wir einen mit 5,32. Also man kann halt hier durchaus sehen, was so möglich ist. Beim Parma und Verona brauchen wir jetzt gar nicht da weiter diskutieren, aber Brescia zum Beispiel mit 7,39 Millionen. Ja, aber haben einen geschätzten Wert von 22,65 Millionen. Na, im Gegensatz zu uns. Einen geschätzten Wert von 4,37 Millionen. Wenden aber ungefähr gehaltstechnisch genauso viel auf. Also nur mal so zum Vergleich, wo es bei uns hakt und wo es bei uns ja ein bisschen kompliziert ist. Das bedeutet, unser Kader ist zu schlecht für das, was wir den Spielern zahlen. Würde ich jetzt mal behaupten. An was das liegt, das kann ich euch jetzt in diesem Moment nicht sagen, aber wird schon schief gehen. Hoffentlich. Auf jeden Fall werden wir uns die Saison jetzt mal angucken. Sofort probieren, Verträge zu verlängern, die sich auch verlängern lassen. Also, ja, wobei. Tendenziell würde ich eher die Positionen ersetzen gegen Junge, die fast nichts kosten. Und da haben wir noch ein paar, die unterwegs sind. Hier 24 Jahre, hier 22 Jahre. Was ist denn das? Mittelfeld zentral. Ja, aber auch nichts Weltbewegendes. Auf jeden Fall die ganzen 19-Jährigen, die hier jetzt herum. Krebsen, die kommen dann spätestens im nächsten Jahr. Da haben wir dann wieder einen Stürmer, den wir hochziehen. Das heißt, Koschak kann uns wirklich verlassen und der kostet dann nur einen Bruchteil dessen, was Koschak kostet und hat noch Vertrag bis 2024. Also, das wird wahrscheinlich der Weg sein, wenn wir in Livorno bleiben, weil der Kader für diese Saison steht ja und mein Vertrag geht ja auch nicht länger. Das könnte man sich dann überlegen, bleibt man, geht man, was macht man? Es ist ein schwieriges Unterfangen, wirklich. Also die Finanzen, die sind schon echt, echt schwierig. Ausgaben, wir gucken nochmal. Die Spielergehälter, die Mitarbeitergehälter, 2,6 Millionen, was ich auch hoch empfinde. Dann die Kredite zum Zurückzahlen alleine, 1,7 Millionen. Außerbetriebliche Kosten. Es ist wirklich, wirklich viel. Einnahmen hingegen. Ich schaue jetzt auf die letzte Saison, weil die ist vollständig. Investitionen. Ich weiß nicht, wer da investiert. Wahrscheinlich der Vorstand oder keine Ahnung. Die Sponsoren letztes Jahr 1,8 Millionen. Ich sag mal, hallo, geht's noch? 1,8 Millionen Sponsoren. Wer zahlt unsere Gehälter? Die Investitionen? Wir leben von Investitionen, das kann es ja echt nicht sein, oder? Die TV-Einnahmen, der Serie B, das ist nichts. Der Kartenverkauf, 1 Million, das ist nichts. Dauerkarten, Fanartikel. Wir kommen hier ja wirklich auf 3, 4, 5 Millionen als Budget für alles, für den ganzen Spielbetrieb. Das ist echt Wahnsinn.
Also wenn es keine Investitionen gibt, wie viel waren das? 8 Millionen hat er investiert. Wow. Keine Ahnung. Müssen wir uns echt Gedanken machen, ob wir am Ende der Saison nicht einfach sagen, nee, du machst das mit deinen Finanzen lieber selber. Und ja, alles ist gut gegangen. Ja, würde mich interessieren, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet, wie wir weitermachen sollen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, einen Kader für die nächste Saison zusammenzustellen und euch dann bei gegebener Zeit diesen Kader präsentieren, was noch fehlt und so weiter. Wir werden natürlich auch das Scouting weiterführen, um einfach zu gucken, welche Spieler könnten wir dann für die nächste Saison ab der Mitte dieser Saison verpflichten, ablösefrei, ob wir einen Kader dann im Endeffekt wirklich zusammenstellen können, und auch noch irgendwie Kapital daraus zu schlagen. Müssen wir schauen. Und ja, schreibt das einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und dann geht's los ins erste Ligaspiel für das Let's Play. Also, tschüss.